Ja, hallo liebe Patienten und Patientinnen, hallo liebe Kanasseure, liebe Kanaunity, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Sortenberichten. Ja, diesmal geht es wieder fruchtig zu, denn es geht um die Sorte Blueberry Haze von Hawaii. Ja, und danke für die Unterstützung an Plants for Friends und Norddampf. Na, sehr schön. Wie gewohnt handelt es sich bei Blueberry Haze auch wieder um umgestrahlte Blüten. Wie gewohnt, sieht lecker aus, zwar ein bisschen enttäuschend, wenn man den Geruch von Blaubeeren sucht, aber schauen wir uns das mal näher an. Beim Vaporisieren kommen auf jeden Fall diese beerigen Terpene mehr raus. Das schmeckt man auf jeden Fall. Recht angenehm. Lecker. Die würzig erdigen Hauptnoten, die beim Riechen durchkommen, werden durch ein fruchtiges, zitrusähnliches, aber auch ein bisschen gassy ergänzt, sobald man es zerkleinert. Und verleihen diesen Blueberry Haze dieses gewisse Etwas, was mich immer so ein bisschen an ein Kuchengewürz erinnert. Ja, was den Effekt angeht, finde ich es klasse. Es ist erhellend. Ich würde es also bei Depressionen empfehlen. Die leichte sedierende Wirkung der Blueberry wird durch das klassische Haze Naturell hervorragend ergänzt. Ja, die Blüten von Blueberry Haze halten sich eher klein, wie man sieht, und sind auch weniger kompakt bzw. fluffig. Ich muss ja auch öfter so, wenn die Buds zu hart sind, an PGRs denken, möchte aber keinem etwas unterstellen. Bei dieser Sorte ist das jedenfalls nicht. So, kommen wir also zum Drücktest. So, dann hören wir uns das mal an. Ich nehme nur eine. Ja, ich finde, dafür, dass sie nur so klein sind, machen sie schon ein knackiges Geräusch. Also nicht ganz so fluffig, wie sie am Anfang aussehen. Und ja, ich finde, die haben den Drücktest bestanden. Blueberry Haze hat einen THC-Gehalt von 16%, was ja mittlerweile eher zu einer milderen Sorte zählt. Ja, und in den deutschen Apotheken ist es als Hawaii 16-1 BBH erhältlich. Bei Blueberry Haze handelt es sich um einen sativa-dominanten Hybrid und kann analgetische, appetitanregende und schlaffördernde Eigenschaften haben, was ich so bestätigen kann. Das Terpenprofil ist für mich hier ganz wesentlich. Hier beim Preis ist Hawaii wie immer sehr patientenfreundlich, also ein absolut gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preise können sich wie immer von Abo zu Abo unterscheiden und liegen bei unserer Apotheke bei guten 9 Euro. So, schauen wir nochmal auf den Stammbaum. Blueberry Haze ist eine beliebte Kreuzung aus den Strains, ja, wie der Name schon sagt, des potenten Strains Blueberry und Haze Spezial entstanden. Ja, angebaut werden diese Blüten in Südafrika. Die Firma Chronico, Teil des ältesten landwirtschaftlichen Familienunternehmens in Südafrika, verfolgt die Mission, hochwertiges Craft Cannabis für die medizinische und pharmazeutische Industrie zu produzieren. Ja, das Unternehmen setzt auf ein Hybrid-Greenhouse, das natürliches Sonnenlicht nutzt und gleichzeitig Umweltfaktoren kontrolliert. Jetzt sehen wir uns wie jedes Mal wieder die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils an. Wir haben den größten Anteil eigentlich bei Myzen und bei Pinen. Ein sehr großer Anteil ist auch bei Limonen. Und dann haben wir noch recht kleine Anteile bei Linalool und Caruphyllen. Ja, auch Humulen kommt noch ein bisschen vor, aber kaum zu erwähnen. Die genauen Prozentzahlen können wir euch diesmal leider nicht mitteilen. So, hier nochmal die Zusammenfassung. Blueberry Haze ist also ein sativa-dominanter Hybrid mit einem THC-Gehalt von bis zu 16%, einem CBD-Gehalt von bis zu 1% und der Geschmack ist eher erdig, würzig bis fruchtig. So, und jetzt noch zum persönlichen Fazit. Ja, für mich ist es ein Muss in jedem Apothekerschrank. Vielleicht merkt man auch,
dass die südafrikanische Sonne darauf geschienen hat. Jedenfalls glaubt man nicht, dass diese Sorte nur 16% THC hat, denn dafür ist die Wirkung wirklich hervorragend. Ich möchte den Geschmack und die Wirkung nicht missen und kann die Sorte einfach nur empfehlen. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wir freuen uns auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Baba. Mario, mega, du warst richtig super. Ich bin der Roland von Blends of Friends in Salzburg. Wir haben genau die Sorten auch im Angebot. Solltet ihr irgendeine andere Sorten haben wollen, wir können jede Sorte als Sämling zeigen. Wir haben über 20 Sorten Stecklinge, wir haben über 20 Sorten Sämlinge, eigentlich immer lagernd. Ja, aber ihr könnt jederzeit zu Blends for Friends kommen, kommt vorbei, sagt eure Wünsche, wir ziehen euch die vor, in jeder Größe, die ihr haben wollt. Ja, auf zu Blends for Friends und Spaß haben. Mhm.